Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen speziellen Video. Ich habe mir gedacht, ihr werdet gleich sehen, was es mit meiner Hand auf sich hat. Ich habe mir gedacht, mir ist langweilig, es ist spät, es ist 12:30 und halb eins nachts halt, ne? Da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht kommt es gut an und deswegen habe ich mich entschieden, heute eine Mod-Vorstellung für euch zu machen. Also, da komme ich auch bald zu, was mit meiner Hand auf sich hat. Ich bin in einer Single Creative Welt, die ich irgendwann mal erstellt habe. Ja, es liegt auch ein wenig, obwohl die Mod eigentlich nicht so schwer ist und wenig hinzufügt. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch, was die Mod ist, und zwar nach dem Intro. Ja, das ist wieder nach dem Intro und ja, wie fange ich jetzt am besten an? Die Beschreibung habe ich auch nebenbei offen von der Mod. Ich stehe jetzt auf Englisch, aber ich, also der Link, was ich jetzt gleich vorlese und halt der Download-Link ist in der Beschreibung. Ich werde das jetzt auf Deutsch vorlesen. Einfach bewässerungsmäßig und so. Liebst du die normalen Minecraft-Animationen? Bist du versessen davon, wie sich der wie der Minecraft-Spieler aussieht und sich bewegt? Möchtest du, dass der Minecraft-Spieler immer gleich aussieht? Naja, wenn du das tust, dann ist das nicht die Mod für dich. Ja, und das ist halt praktisch der Inhalt davon. Dieser Mod fügt keine neuen Items hinzu. Dieser Mod macht nichts irgendwie mit der Welt. Dieser Mod spezifiziert sich nämlich auf den Minecraft-Spieler, dass alles nämlich ein bisschen realistischer aussieht. Und zwar kann ich euch das mal zeigen, wenn ich hier, warte ich kann mir mal eben kurz noch auf der Seite hier angucken, was der Mod alles macht. Deswegen habe ich auch gleich einen anderen Skin drin. Also erstmal Animations. Darum geht es nämlich in diesem Mod. Und zwar, dieser Mod spezifiziert sich für die. Ich gehe mal eben zu diesem See da drüben hin. Meh, weg. Spezifiziert sich meh auf die Animation. Einmal hier, mein schöner Skin. Einmal vom Stehen, man kann sehen, wie der steht. Gerade das ist ein bisschen dumm mit der. Man kann sehen, wie der steht. Man kann sehen, der sieht so kämpferisch aus. Man kann sehen, wie er geht. Man kann sehen. Oh. Ach so, ja, das konnte man auch gerade sehen. Man kann sehen, wie er läuft. Das sieht alles sehr gut aus. Na, das ist jetzt ein bisschen. Ich gehe mal hier oben. Leider habe ich keine World Edit gerade drin. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist nicht zu laut. Für mich ist er ein wenig laut. Ich mache hier mal so einen kleinen Blätter-Catwalk, um meinen schönen Minecraft-Charakter da drin zu zeigen. So, und zwar, guck. Man kann sehen, wie er läuft. Sieht dynamisch aus. Man kann sehen, wie er fliegt. Man kann sehen, wie er fällt. Ja, das ist ein bisschen komisch aus. Was haben wir noch? Walking, Running. Was auch richtig geil ist. Einmal. Ich gehe mal. Da zu dem See wieder. Man kann sehen, wie er springt. Man kann sehen. Das mache ich jetzt mal hier im ersten. Wie er schwimmt. Das ist eine meiner Lieblingsanimationen. Ah, nee, warte. Das ist jetzt irgendwie kacke. Ich muss mal kurz den nächsten Ozean finden. Nebenbei sehe ich dabei sexy aus, ja. Oder jedenfalls irgendein See, der zwei Blöcke tief ist. Ja, zum Beispiel hier. Bei zwei Blöcken wird das nämlich sozusagen aktiviert. Man kann es vielleicht ein bisschen schwach erkennen. Na, da so, ja. Ich finde, das sieht extrem hammer aus. Dann noch mit einigen anderen Mods, wie zum Beispiel More Movements. Das ist.
aber leider nicht kompatibel mit der Version, weil es für 1.7 ist. Weil, also das, was ich jetzt gerade spiele, ist 1.7 und More Movements ist, glaube ich, für 1.6. Also diese Animation feiere ich so hart, weil das sieht einfach so krass realistisch aus. Ja. Was haben wir noch für Bewegungen? Sneaken. Ja, das sieht ein bisschen, also mit dem Charakter sieht es vielleicht komisch aus, aber ne, sieht eigentlich geil aus. Aber wie ich gerade sehe, das Skin ist eigentlich nicht so super dafür geeignet. Vielleicht zeige ich das später nochmal an einem anderen besseren. Weil meiner keinen Mund hat. Sneaken. Dann haben wir noch. Okay. Also einmal. Natürlich. Ja, ja. Wie diese Animation auch geändert, ihr könnt es wahrscheinlich schon bemerken. Wie geht das noch? Ach, leck. Oh, ich. Ach nee, doch nicht. Oh Mann, ich habe so lange kein Pferd mehr gezählt. Meine Kraft, ja. Hätte es mich jetzt lieb? Nein. Finde ich irgendwie nicht so gut in Minecraft, dass man Pferde trotzdem ziehen muss, auch ein Kreativ. Und man kann sehen, oh, jetzt hat's mich lieb. Und ja, das Sitzen oder Reiten ist auch besser. Warte, vielleicht ist es ja mit dem Sattel noch besser. Na, komm. Hä? Warte. Jetzt fährt sein Sattel auf. Ja, also steht jedenfalls bei der Beschreibung, dass es sich das verändert hat, aber ist ja jetzt auch nicht zu sehr verändert. Okay, dann haben wir noch das hier. Das hier. Das, das bietet sich nicht so gut an. Das hier und das können wir nochmal alles trinken. Kann man Wasser trinken? Nee, ne? Milch. Aber dann noch sneakt. Ich finde, das sieht extrem hammer aus. Welche nicht? Dann. Was ist ein Pfeil? Bäm! Ja, hä? Was ist los? Willst du mocken? Willst du mocken? Ja, das mag ich auch extremst. Naja, man kann schon einen kleinen Mund erkennen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mit meinem Skin funktioniert. Dann natürlich. Na komm. Wie so ein Krieger mit seinem. Als hätte er. Als würde er das Schaf gerade hier aufschlitzen. Das konnte man jetzt schlecht erkennen. Bemerkt diese. Es ändert ein bisschen. Ah, ich werde dich töten. Oh, guck mal, da sind wir auch direkt schon zur nächsten Animation gekommen. Und zwar nicht nur bei Lian, aber auch bei Leitern ist diese extrem hammergeile Kletteranimation. Ich kann mal eben. Ja. Ach Leute, du. Ich bin so vorbereitet. So, sieht super aus. Also ich habe den Mod früher mal installiert. Ich musste jetzt übrigens alle Mods aus meinem Mod-Ordner rausschmeißen, für die ich für Lucroft noch hatte. Aber die werden natürlich bald wieder eingefügt, wenn Lucroft wieder gedreht wird. Dann noch. Das kann ich jetzt auch gar nicht essen. Gehe ich mal kurz in. Slash Gemut 0. Ihr? Kann ich mir hier ein bisschen zugucken, wie ich rumlaufe, um Hunger zu bekommen hier? Oder warte,
kann man das nur im, ich glaube, man kann das nur im Kreativ nicht essen. Ey, damit kann man auch so geile Kurzfilme drehen. Ich glaube, Herr Bergmann hatte das in seinem Adventskalender auch. Also das und Momo für sich. Guckt ihr das an. Habt ihr das gerade alle gesehen? Das ist so Hammer. Und auch die Milch. Lecker, ja. Milch. Das habe ich zwar keinen Absorption mehr, aber egal. Ja. Da habe ich noch. Ich muss irgendwie herausfinden, wie ich Hunger kriege. Normal kriegt man richtig schnell. Warte. Naja, ich bin auf easy. Normal kriegt man richtig schnell Hunger, aber wenn man mal Hunger braucht, dann kriegt man es nicht. So kennt man es doch. Hui, ich bin Tarzan. Herr der Lüfte. Natürlich im First-Person-Style kann man das nicht so raussuchen. Es gibt übrigens. Den Skin, den ich jetzt gerade drin habe, habe ich aus speziellen Gründen drin, weil das auch, weil die Mod auch Minecraft, also Skin, Gesichtsanimationen macht und deswegen, ich glaube, das wäre PvP ganz geil, wenn man jetzt irgendwie jemanden sieht, oh scheiße, er kommt noch mir zugelaufen, dann hat er so extrem geile Animationen, das ist cool. Ja, also es gibt halt Gesichtsanimationen, zum Beispiel wenn man Hunger bekommt, dass man dann traurig aussieht oder so, dass man, ach der überhaupt, der hat auch nicht mal Augenbrauen, also der Skin ist eigentlich ziemlich ungünstig. Ich werde gleich mal gucken, ob ich noch irgendeinen anderen finde. Ja, das werde ich, dann sehen wir uns nach Halbcut wieder. Da sind wir wieder, jetzt mal mit einem Skin, nee, doch nicht. Doch, ja. Zumindest ist der Hut irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber die. Ich höre gerade komisches Tanz. Das ist nicht schön. Halt auf, ihr Pferd. Achso, das ist das Pferd wahrscheinlich. Ja. Ich werde mal eben das Pferd kennen. Obwohl ich dieses Sounds hasse, ich komme damit gar nicht klar. Und. Oh. Baden, ja. Juhu. Ja, schwimmen. Warte, ich glaube, wenn man auf easy ist und gerade raggen will. Ich glaube, ich bin auf easy. Nebenbei, so wie ich gerade, wenn ich gerade Hunger verliere, dann. Kann ich euch ja mal nebenbei so erzählen. Ich hab. Wow. Ich dachte gerade, ich konnte mich nicht zur anderen Seite bewegen. Warte. Kriege ich vielleicht auch irgendeine Animation, wenn ich irgendwie Schaden verliere? Schaut mal hier drüber ein bisschen. So, jetzt stehe ich da. Ja, ich darf das anfangen. Oh. Okay. Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Seed dafür eingegeben habe, aber. Habe ich den schon gelootet? Das ist ja jetzt mal. Ah ja. Wow, Alter, boah, ich vergesse das immer. Ah, nee, habe ich doch noch nicht gelootet. Sehr interessant, das. Alter. Hallo, ja, verliebt mich hier. Yeah. Okay, jetzt reicht's aber auch so. So kann man übrigens die Fallen umgehen. Komme ich natürlich eben Hunger. Ich weiß gar nicht, wie kann ich überhaupt Hunger herbeibeschwören sozusagen? Weiß ich gar nicht so richtig. Auf jeden Fall ein bisschen durch die Landschaft. Also wie man gerade herausfinden konnte, durch Schaden bekommt man glaube ich keine Animation.
Es könnte sein, dass man eine Animation kriegt. Wenn man... Ich lasse mal hier so ein bisschen... Lalala. Also wie gesagt, ich habe Twitter und Facebook für meinen Kanal erstellt. Vielleicht interessiert es euch ja, was ich da poste. Schaut einfach mal dabei vorbei. Auf meinen Kanal. Auf meine... Schafe schubsen. Auf die Links in der Beschreibung. Sind wahrscheinlich jetzt immer in der Beschreibung verlinkt. Facebook habe ich mir übrigens nicht geholt. Einfach aus Prinzip. Und ja. Ich bekomme gerade ordentlich Hunger. Das ist gut. Ja. Oh, ich hab Seeds. Ich hab Samen. Das ist aber schön. Die Samen muss ich direkt mal loswerden. Hier, du. Jo, ich hoffe, es würde sich richtig schnell... Hat man eigentlich auch irgendeine Animation? Also, ich habe mich super vorbereitet. Das merkt man ja. Ich glaube nicht, dass man eine Animation kriegt, wenn man einfach Blöcke platziert, oder? Ja, doch ein bisschen kriegt man so eine Animation. Ich bin ein Farmer. So, bin ich direkt mal meine Samen losgeworden. Wie habt ihr das denn verstanden? Dürfte ich eigentlich eine Animation kriegen? Es sieht ein bisschen aus, als würde er sich einscheißen, oder? Ich sehe da gerade keine Animation in meinem Gesicht, dass ich irgendwie Hunger bekomme. Warte, ich kann das ja noch mal eben ausprobieren mit einem Schwert. Vielleicht ist mein Skin ja auch damit kompatibel, ich bin mir unsicher. Aber ich glaube eher weniger. Na, ich weiß nicht, ich habe meinen Skin Augenbrauen, ich weiß nicht. Wir sehen uns gleich auf irgendeinem Server wieder mit meinem Skin. Also, hier bin ich wieder mit meinem Skin. Man kann sehen, es ist Multiplayer-kompatibel. Ich zieh mir eben kurz diese dummen Power-Shoes aus. Weil es halt auch mit Forge läuft, das ist alles ganz leicht zu installieren. Und da es so aussieht, als würde man furzen, wenn man sneakt, sieht es, ist es mit dem Jetpack besonders nice. Oh, jetzt hänge ich hier fest, geil. ich zeig euch das gleich dass die anderen auch so aussehen, weil wie man sehen kann, hier sind nur 3 Spieler online. Tja, ich glaube, warte, die und Yeshti, ich glaube, die sind. Warte, was ist denn das eigentlich für ein Rang? Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen dumm bin, aber was ist denn das eigentlich für ein Rang? Ist das Moderator? Ich glaube, das ist Moderator, ja. Aber die beiden kann ich leider nirgends finden. Auch auf der VIP-Insel nicht, deswegen. Oder? Warte. Was sind das immer für Geräusche? Ich höre, glaube ich, aus dem Browser immer Geräusche. Deswegen gehe ich jetzt gleich mal auf Hive, weil da eh wieder tausende Menschen, vielleicht hunderte sind, aber dann kann ich trotzdem wenigstens zeigen, dass das bei jedem irgendwie funktioniert. Hier kann man sehen, Freunde, wie die hier alle schön rumstehen und ja, mit ihren Knien da. Ich habe gerade ganz viele Leute laufen, aber ich sehe niemanden. Der schwebt bei mir gerade in der Luft, das ist komisch. Das ist vielleicht bei Survival Games nicht immer so gut, wenn jetzt einer springt, weil ich habe gehört. Also optische Mods sind ja nicht immer so gut für PvP, wie das auch bei Shader ist, weil wenn man halt mit Shadern Survival Games zum Beispiel zockt, dann ist es schwer. Und wenn hier einer springt und man auf die Beine schlägt, wenn man dann auf die Beine schlägt, dann trifft man sie nicht. Also das habe ich jedenfalls gehört, als ich eine andere Mod-Verstellung davon gesehen habe. Alter, was ist das hier? Ich glaube, ich werde gleich jedes Fenster hier schließen. So, jedenfalls, was ich euch ja eigentlich zeigen wollte, ich euch aber nicht zeigen kann, aus irgendeinem Grund, weil mich die Welt hasst.
der Spieler, also die dafür konfigurierten Skins. Ich könnte mal versuchen, meinen Skin dafür auch zu konfigurieren, aber heute nicht mehr. Die bewegen ihre Augen dahin, wo der Spieler halt guckt. Das geht bei mir halt nicht. Ihre Augenbrauen gehen runter. Also, ja, gehen halt runter. Oder bewegen sich halt einfach, wenn man Hunger kriegt, dann wirkt es so, als wäre er traurig. Und wenn man jemanden angreift, dann wirkt es so, als wäre er aggressiv. Und wenn der Spieler japst, beziehungsweise keucht, dann geht der Mund auf, was ich mir eigentlich nicht so erklären kann, weil wann keucht denn der Spieler? Das passiert eigentlich nicht. Guck mal, der hier hat Augenbrauen am rechten Fleck. Das kann man, glaube ich, ein bisschen gut sehen. Genauso auch der Mund. Das ist, als wäre dieser Skin hier perfekt dafür gemacht. Oder warte, ich habe hier gerade irgendwie mit Bart gesehen. Hier ist zum Beispiel auch ein Zombie-Skin. Das ist nämlich auch noch ein Feature. Also alle Hüte, ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt. Guckt hier. Ich glaube, das kann man so ein bisschen erkennen. Normalerweise sieht das anders aus. Die Hüte sind besser gerendert. Die kann man besser halt erkennen, dass das wirklich Hüte sind und sehen halt etwas schärfer aus, wie man auch hier bei diesem Sackfay Boy erkennen kann, ja. Die Mod Review wird wieder 20 Minuten lang. Ich schaffe es einfach nicht, kurze Videos zu machen. Vielleicht wird bald, dann schließe ich das jetzt ab. Vielleicht wird bald, wenn bald ein paar PvP-Videos mit Animated Player kommen. Vielleicht geht es damit ja sogar besser zu spielen. Auf jeden Fall geht es damit schöner zu spielen. Uah. Der Link zu der übergeilen Mods ist in der Beschreibung. Auch zu Animation API, weil das ist vorausgesetzt. Und zu Forge. Die beiden Mods sind vorausgesetzt, aber Forge selber wird fast jeder Mod. Hier auch, ne? Also ich finde, das kann man schon erkennen. Wenn man das jetzt davor gesehen hat, danach, vielleicht schaffe ich es ja sogar, so einen kleinen Vergleich zu machen. Ja, vielleicht auch nicht. Bäh. Dann würde ich sagen, die Links sind alle in der Beschreibung, auch von meinem Twitter und Instagram. Und es tut mir leid, dass in dem Video leider die Dynamik gefehlt hat, aber es ist mittlerweile um 1 und es ist spät und so Zeug und ich darf nicht zu laut sein. Deswegen würde ich sagen, ciao Leute. Oh. Lol. Also ciao Leute. Ich habe gerade hier eine geile Sache gefunden und zwar, schneide jetzt wahrscheinlich danach. Hier ist einer, der ein Skin hat, der mit dieser Mod kompatibel ist. Ich weiß nicht ganz, wer das gemacht hat, weil der Standard-Skin sieht bei mir eigentlich naja, so kriegermäßig aus, also wie normal in Sucks PvP Craft, aber der hat wohl irgendwie. Oder es wird einfach mit dem Mod eingefügt, ich weiß auch nicht. Einfach. Ja. Das ist mir gerade beim Job in meinem Spiel aufgefallen. Ja. Ja, guck mal. Guck mal hierher. Okay, das mit den Augen funktioniert wohl nicht so ganz. Naja. Bam, bam, bam. Sieht irgendwie behindert aus mit der Hand, aber egal. Ja, dann würde ich nochmal sagen, bis zum nächsten Video und ciao.